Hallo, einen wunderschönen Sonntag, dritten Advent und so. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's? Wie soll ich sagen? Teebeutel sammeln musst du für eine Tasse wahrscheinlich, ne? Mir geht's soweit gut, aber ich kann keine Plätze mehr sehen. Ich kann die Scheiße nicht mehr ertragen und mein Ofen ist kaputt. Ich habe den Ofen kaputt gebacken und die Frage ist jetzt, die sich mir stellt, kaufe ich mir einen neuen Ofen oder ziehe ich vielleicht um und um den neuen dort vorhandenen Ofen entsteht eine neue Umgebung? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich konnte das mehr oder weniger reparieren, ich mit meinen beiden linken Händen. Hab da so lange mit einem Schraubenzieher drin rumgedreht, bis es einigermaßen ging. Die Tür schließt jetzt auch wieder ganz normal. Ich hatte gestern vielleicht einen Moment Schiss, wo soll ich jetzt meine ganzen Plätzchen backen? Da waren noch 2,5 Kugeln Teig übrig. Und die Tür geht nicht mehr zu und hängt so halb raus. Und man denkt sich so, scheiße, so schnell kriegst du jetzt auch keinen neuen Ofen ran. Kekse sind leer. Ja, das Problem haben viele. So, ne? Das Problem haben viele. Lässt sich die Tür noch tauschen? Der Ofen ist halt, ich glaube, also ich wohne ja schon 10, vielleicht sogar 11 Jahre hier. So alt ist der Ofen. Der war ja schon drin, als ich hier reinkam. Das heißt, ich glaube, man nimmt da lieber 500, 600, 700 € oder was so ein Ofen kostet in die Hand und kauft sich einen komplett neuen, anstatt da jetzt noch was auszutauschen. Es geht ja, solange die Tür nicht wieder rausspringt und ich daran denke, die nicht so aufzuruppen, geht das ja. Und backt ja alles noch. Aber wie meinte Jermaine gestern auf dem Weg vom Kino nach Hause, nach 10 Jahren kann man den Ofen auch mal wieder austauschen. Hallo, Herr Buff, grüß dich. Und im Endeffekt, wie soll man sagen, soll ich mir dann gleich einen mit 4D holen? Und dann meinst du, hä, 4D, 3D, wir kommen gerade aus dem Kino, hat das was miteinander zu tun? Nee, das ist auf jeder Etage, du kannst sowohl 4 Bleche übereinander machen oder 4 Gitter. Ist die gleiche Hitzestufe. Das heißt, die werden auch gleich braun und gleich durch. Und er meinte, und wenn du dann unterm Jahr vielleicht ein bisschen Appetit hast auf einen kleinen Snack und dir 4 Pizzen machen willst, dann kannst du die parallel da reinpacken. Da hätte ich ihm schon wieder eine klatschen können für den Spruch. Teleskopauszug, ja. Ich überlege auch für nächstes Jahr, ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich irgendwie wie in so einer Bäckerei so einen Schiebwagen zu holen, wo ich dann die ganzen Plätzchen reinstapeln kann. So ein Schubwagen mit 20 Gittern und dann bereite ich das vor alles und dann steht das da und dann kann ich das von dort aus dann auch irgendwie, keine Ahnung, in so eine Schokoladendusche reinschieben oder so. Auf jeden Fall brauche ich einen neuen Ofen. Und wie gesagt, vielleicht schaffe ich mir nächstes Jahr einen neuen Ofen an oder ich ziehe um. Das ist ja eher auch so ein Plan, aber momentan ein bisschen schwierig in der Umsetzung. Gut, wir spielen heute Lost in Random, ein wunderschönes Märchenspiel. Erinnert mich so ein bisschen an Nightmare Before Christmas, so vom Stil her. Und ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Im Internet steht irgendwas von 12 Stunden Spielzeit. Ich brauche dann wahrscheinlich das Doppelte, also 24. Wir gucken mal, ob wir das dieses Jahr durchschaffen. Herr Buff, geht's dir gut? Frohling, wie geht's dir? Herr Sohne, du hast heute mich ein wenig durch meine Bug-Session begleitet. Du und der Carlo, ihr habt hier diese Farming Simulator da gespielt. Wie geht's dem Leon und dem Frechen? Ihr spielt doch bestimmt gerade DBD, oder? Ihr seid alle im Discord, habe ich gesehen. Also zumindest vorhin. Ja, ihr seid am DBD spielen. Sehr gut. Und an Ani, falls er zuhört und falls nicht, dann der Buff kann es ja weitergeben. Das ist heute gar nicht schlimm, wenn das heute Abend nicht klappt, weil ich nach dem Stream heute um 18 Uhr mir dann lecker Essen machen werde, die Mutti anrufen und dann auf der Couch versacken werde. Mir geht's auch gut. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ja, wie soll ich denn mit einem, wenn ich die ganze Zeit am Teig kneten und ausstechen bin und Fetthände habe, wie soll ich denn da chatten, Herr Sohne? Das geht doch gar nicht.
Das funktioniert nicht. Spracheingabe habe ich noch nicht für mich entdeckt, um mit dir zu kommunizieren. Ich hätte in Discord einfach reinkommen können und sagen können, ey, ich backe hier. Genau. Nee, Herr Sohne. Aber ich habe gelauscht und ich musste hier und da mal schmunzeln, wo du dann wieder rumgepöbelt hast. Fahr doch mal. Mann, das ist so behindert. Und dann denke ich mir so, oh, der Junge, was ist mit ihm? Was ist sein Problem? Aber selbst da hatte ich keine Zeit, dir Feedback zu geben. Nee, aber es ist doch schön, wenn ihr zwei da Spaß und Freude habt, euren Bauernhof aufzubauen. Und dann beim Weintrauben absammeln. Oh, hier sind Weintrauben, aber man sieht sie gar nicht. Und ich denke mir so, doch, links habe ich welche gesehen. Ach Mensch. Naja. Gut. Also Lost in Random, ein wunderschönes kleines Spiel, wo Würfel drin vorkommen, Spielkarten, so ein bisschen Jump'n'Run ist das, glaube ich, auch. Weiß es nicht. Lost in Berlin bei Thales B. Ich war gestern übrigens im Kino und habe mir nochmal Dune angeguckt und da habe ich noch einen Freund getroffen, als wir aus dem Kino raus sind. Die sind irgendwie ins Kino gegangen, um sich den neuen Resident Evil Film anzuschauen. Und gestern Abend wollte ich eigentlich backen. Ich dachte mir so, komm, machst du das einfach fertig. Und hast dann morgen länger Zeit zum Schlafen. Ich muss heute irgendwie vor 9 aufstehen. Und dann hole ich den Teig vom Balkon rein gestern Abend irgendwann so gegen 9 und da ist der so gefroren, dass du den nicht zerkneten kannst. Stand im Kalten. Schade. Hallo Enno, grüß dich und vielen lieben Dank für deinen Host. Mit wem hast du Dune geguckt? Mit Jermaine. Oder weil Jermaine nur Filme auf Deutsch guckt. Deswegen haben wir den in Deutsch geguckt. Ebenfalls einen schönen dritten Advent, Herr Trailjumper. Und auch nochmal dem Shy Guy, der da so einen ganz lieben Text geschrieben hat. So, jetzt kann ich schreiben. Uns geht's gut, dann ist ja gut, dann schauen wir. Dann ist ja gut, dass wir nicht schauen. Die Mama braucht auch Zeit. Ja, mit der will ich heute Abend nochmal quatschen. Und das passt. Ich habe es halt jetzt zwischen Backen und Stream nicht geschafft, was zu essen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dann nach dem Stream was zu essen und das in Ruhe zu machen. Weil wenn wir Harry Potter anfangen, wollen wir auch nicht zu spät anfangen, damit wir nicht zu spät aufhören. Und ihr seid unterwegs, von daher passt das schon. Der war okay in Deutsch, aber ich meine, Timothy sieht ja in Deutsch jetzt nicht schlechter aus als in Englisch. Klingt vielleicht nicht so cool. Aber ja. War schön, den zumindest nochmal zu sehen, zumal ich ja jetzt das Buch nebenbei lese. Und da sind mir ein paar Unterschiede aufgefallen. So, wir starten mal das Spiel. Ich wünsche viel Spaß. Endlich. Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance, epic tournaments, in which their very lives would hang in the balance. Hol dir die Würfelenergie. Let's get that energy, Fortune.
Was soll ich werfen? Oh! Und nu? Verlasse die Würfeldimension. Das sieht wie ein PS5-Spiel aus. Gibt's auch für PC, aber ich spiel's in der Tat auf der PlayStation. Und Buff, ja, du hast recht, natürlich nicht nur wegen ihm. Ich habe mir gestern Abend noch den alten Film von 1984 angeschaut. Und das ist ja sozusagen die komplette Geschichte reingestopft in einen Film. Der war auch nicht schlecht, aber er war halt 37 Jahre alt, ne? Ah! Oh! In the era of the dice wielders, and like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery. Die eine ist gestorben, glaube ich. Hat einen Speer abgekriegt. Our story begins later, in Wancroft, a small village. Populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty three, Nuh-uh. Doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, snake eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up. Now we really have to run. Ding, ding. Was ist das denn? Odd, wait! Stay behind me, sis. We've got to run home and hide. Now! Das sind mehrere, oder? Das ist nicht nur eins von den Viechern. Fortuna works for the Queen, kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12
would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. It's an old crawl space. Works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Queen's wisdom is as wide as her power, which is infinite, which makes it very easy for all of you to do what she says, since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy that the Queen's plan for us is so grand. Joy that her one true dice has deigned to fix the fate of your offspring. And joy, yes, joy that today her representative, me, the Nene Fortuna, ich glaube, ich wurde. Ich muss anders lang laufen. Ah. Okay. Was sind das für Geräusche? Ich kann nicht so nach rechts und links gucken, leider. Wir wohnen in einer Kanne. Oder? Sieht so aus. Ist das der Papa? Bestimmt. Even Odd, where have Even you been? And Odd. We've been worried sick. I'm sorry, Dad, I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Oh, die wollen die Kinder abholen, ne? Die würfeln und dann werden Happy die birthday. In die jeweiligen Reiche oh, geschubbt. And I got a present for you. It's so cute. Ooh. Make a wish. And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules! Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Schwarzer Würfel. Sie würfelt jetzt aus, wo ich hinkomme. Ob ich in der 1 bleibe oder in ein anderes. Ach nee, ich muss selber würfeln. Also meine Schwester, nicht ich. Now roll the dice and let's see what kind of person you truly are. Nur 1. Eine 6. It had been settled. Wir haben sich eigentlich gefreut, dass sie da bleiben kann. Aber Even! Sie wurde einkassiert. Stop it. No, Cheating! So, Maud's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixers Palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Wenn Even eine Stadt... Okay. Even Ort? Und Ort. Where Ort ist ungerade und Even ist gerade. Warum hat denn dann Ort eine 6 gekriegt? Eigentlich eine 1, ne? 1, 3, 5 sind ihre Zahlen. Würde ich sagen. Oh, ich kann mich das erste Mal komplett umschauen. I'm coming for you, sis. Sis? Hold on, Odd.
so ein Geist. I'm gonna find you, okay? Tausche Karten deines Stapels aus, um bei Würfelduellen mit neuen Kombinationen. War ein böser Traum. More than a year had passed since her sister had been taken away from her. And in all that time, Even had never dreamed like that before. Schneller lesen, ja. Ich glaube, die PlayStation lädt zu schnell. Deswegen sind die Infotexte immer so schnell wieder weg. Jetzt werden wir nie erfahren, was Tutibus war. And knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that she had changed? So, das ist mein Bett. Ich würde fast sagen, mein Bett ist eine Streichholzschachtel. Sieht zumindest so aus. Oder? Schön mit den leuchtenden Sterne und dem Mond, und hier drüben hat bestimmt meine Schwester geschlafen. Die schläft in der Sardinenbüchse. So viel dreht, ist ja lustig. Gute Nachtgeschichten. Seit Orts Verschwinden war etwas mehr als ein Jahr vergangen. Ach, ein Jahr ist schon rum. Doch in all den Nächten nach diesem schrecklichen Tag waren Evens Träume von ihrer Schwester nie so realistisch und eindringlich gewesen wie jetzt. Und wie alle Bewohnerinnen und Bewohner von Random wusste Even, manche Träume sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Finde deine Schleuder. Das ist das Zuhause. Einsfelden heißt der Ort, wo wir sind. Zwei Märchenseiten gibt's, Karten und Nebenquests. Ist noch nicht viel drin, ne? In meinem Zeug hier, ne. Dann gehen wir mal runter. A portrait of Uncle Jinx. It was said he'd sailed the seven seas. And then drowned in the eighth. Okay. A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in Wancroft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. Wancroft, und das sind wir. Zu ihrem Geburtstag oder so, eine Kerze. Ey, hallo Thomas, grüß dich. Schönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. An image of great, great, great grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread, which made everyone very excited. Geschnittenes Brot hat die erfunden. Taken great big bites out of loaves. An image of great, great grandfather Peters. 200 years ago, he ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Okay. Meine Eltern schlafen anscheinend, hä? Huh? Die liegen hier, die schlafen auch in einer Sardinenbüchse. Oh, it was still very late. Or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. Hm.
kann nicht klagen. Stimme von gestern war heute Morgen noch weg. Was ist mit deiner Stimme passiert? Zu viel geflucht. Mir geht's gut. Ich habe die letzten 6 Kilo Plätzchen, gestern 2, heute 4 gebacken. Und ich bin froh, dass ich damit durch bin. Muss sie noch irgendwie mit Schokolade besprenkeln und dann ist gut. Hallo Silings, grüß dich. Evans Vater never told us stories. He preferred reality to fantasy. The physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy. Auf jeden Fall, das sind hier, was sind denn das? Das ist so ein Nadelkissen, ne? Da stecken Nadeln drin. Even's mother had always painted, and she'd share with Even the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of daring heroines and dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. These stories might upset the queen, and she had eyes and ears everywhere. Das Demospiel ist nicht deins, ne, Herr Sohne? Herr Sohne, sage ich schon zu Silenx. Es ist, wie es ist. Ich hab's angeschaut, den Trailer, und dachte mir so, oh, das will ich spielen. Alan Wake Remastered werde ich nicht spielen. Nee, lass mal gut sein. Sprüches. Naja, ich werde nicht alle jetzt einzeln mit Schokolade anpinseln, sondern die auflösen und dann mit so einem Pinsel drüber, dass das so Linien zieht, Schokoladenlinien, das geht schneller. Odd shoes. Little parts of her life still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Even. She never wanted to forget her sister. These paintings showed stories Even's mother told her were safe to share, because they were true. Well, so she said. Like the story of the card makers of Five Town, who'd suffered a horrible fate. Das sind alles kleine Farbtöpfe hier, ne? Und da oben trocknen die Zeichnung. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who'd ventured too far from home. Even was too old to believe in such stories. Okay. Or at least, that's what she told herself. Das sind eigentlich nur ganz normale Plätzchen. Also keine Vanillekipferl, sondern Mehl, Butter, Zucker, Eier und Kakaopulver, ein bisschen Haselnuss reingestreut. Ich habe 3 verschiedene Teige gemacht. Und da kommt dann Schokolade drüber oder Zuckerguss. Aber ich werde es versuchen, nicht so umfangreich zu machen, ja. Ich habe 30 Kilo Plätzchen dieses Jahr lang gebacken, das ist ein bisschen viel. Wir sind jetzt gerade da. Meine Flitsche. Was sind das, Kartoffelschäler? Einmal durchgeschossen. Das Geschenk. Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Ord on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found bam, her missing. Bam, 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 lost in Tarnis L.U.L. kleiner als 3. She had to know. Jetzt komme ich nicht mehr nach oben, ne? Grüße dich, Andi. Schönen guten Tag. Danke für deinen Resub. Und ja, hallo. 31 Monate, schon krass.
Übst du Kritik aus an meinem Streamplan, Herr Silings? Genau wie vor 2 Jahren, Thomas. In meiner Geschwindigkeit kann so eine Demo sogar 10 Stunden dauern, aber die Zeit habe ich unter der Woche nicht. Und ich rede doch nebenbei ganz viel. So, wo hat dann jetzt gespeichert? Beim Rausgehen schon, ne? Nadeln, Money Stacks, 1 Felden. Ich habe da noch eine Tür nicht angeguckt im Raum, glaube ich. Na gut. Okay, hier waren wir eben schon. Ich komme also erstmal nicht nach Heme zurück. Müssen wir später gucken. Ja, angeblich sollen das meine Segelohren sein. Dabei stehen die gar nicht so doll ab. Zumindest nicht beide. Nur eins. Andi, wie geht's dir? Hast du gestern wieder lang gemacht, oder? Ich bin irgendwann um 12 ins Bett. Da hast du ja noch fröhlich gestreamt. A glowing figure seemed to keep its distance from Even. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Wir haben ja alle so Teekannen. Oh, wer bist du? Oof. Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Astrid Lindenzweig, du rennst, als hätte die alte Hexe Oma dich verflucht. Aha. Gerade mal 2:30, na, das geht ja noch. Ich bin gestern auch nur so früh ins Bett, weil ich wusste, ich möchte heute vor dem Stream den Backvorgang abgeschlossen haben. Und ich habe um 9:30 Uhr angefangen und um 13:30 Uhr war fast eine Punktlandung. Also 4 Stunden später hatte ich den Teig durch. Ja, ich habe im Stream immer Kopfhörer an. Das stimmt. Dann sieht man zum einen nicht die grauen Haare und zum anderen halt nicht die abstehenden Ohren. Ich bin einem Geist auf der Spur. Ich bin meiner Schwester auf der Spur. Ich bin einem... Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wichtig. Nee, es ist ein Geist. Oh, darling. You're trying to find your sister, aren't you? I'm afraid the past is the past, child. Du vergeudest meine Zeit, beweg dich. Ich muss an dir vorbei, Astrid, bitte. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. Was ist sie eigentlich? All right. 4 Augen I'll hat sie. Get out of your way, but don't tell your parents you saw me. Deal? Danke, Astrid, du bist die Beste. You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts. Das ist ein Riesenauge da hinten, was ist das denn? This was Wancroft, the world in which Even and her small family lived. Like all Wanners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Wie du auf das Auge schießt. Ja, ich wollte mal gucken, wie weit meine Flitsche schießen kann, aber schon ziemlich weit, wie es aussieht. Come
down, Burn. Just hit it. It's right there. He's trying, Lucky. Aw, shucks. Now I'm all out of potatoes. No breakfast tomorrow, and you couldn't hit the spot. Smooth going, Burn. But it wasn't my... Whoa. Not bad, even. I knew you could do it. Lucky shot. I'm not impressed. I could do that too if I want... What are you doing here anyway? Yeah, even. Are your parents letting you out after dark now? No. Nein, ich habe mich rausgeschlichen. Honestly, even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, even. Even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. Was macht ihr alle hier? We're playing. She was talking to me? I think she was talking to all of us. Even we're playing... We're playing hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing bloobs. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Oh, gonna shit. Get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs even? Lucky, sei nicht so fies. Listen, even, it takes two to be a jerk. One to be the jerk, and the other to be an even bigger jerk by pointing it out. Meine Schwester ist eine Sechserin geworden und das war nicht so toll. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and... He meant how come even thinks it didn't work out, Lucky? Ich glaube, sie versucht mir aus Sextopia eine Nachricht zu schicken. You're right. Like a Sextopia. Sixer would ever care about her wanna. Please. It could happen. You don't know. I think it sounds mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, even. See you later. Have fun with your cool mysteries. See you later. So, wir sind da lang gelaufen, darum, und jetzt geht's da lang oder da lang? Eins Felden, da geht's zurück nach Hause. Möchte ich schon zurück nach Hause? Ich würde sagen, nein. Oder? Oh. Was sind das für Dinger, die ich da sammle? Hab schon 40 Stück. Ich bin reich. Teekannenstraße. Die gefällt mir, also der Name.
Sieht ein bisschen aus wie meine Eltern, ne? Wer bist du? You seem like you're looking for something, kid. Greta. Greta Mortops. Ah, I thought I recognized you. Your odd sister, right? Did the big roll a year ago, Sie ist ein if Fisch, I recall. Oder? She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. Aber sie braucht meine Hilfe. And I think you should give up on her, even. She's a sixer now. Nobody ever comes back from that. Das ist ein Ausrufezeichen. Hauptquest ist da. Wo bin ich denn gerade? Hier, ne? Nee. Da. Voll. There. You saw it, didn't you? There it was again. Ah, hier geht die Hauptquest weiter, das sieht man daran. Frau Link braucht ein bisschen zum Antworten. Die spielen nebenbei so ein bisschen DBD. Dead by Daylight und dann können die nicht so chatten. Und none shall enter the docks tonight by order of Her Majesty. Random rules. Random rules. Na, vielleicht so als Erklärung ist das ganz gut. Nicht, dass die Leute sich denken, hä? Wieso reagieren die nicht? Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bei der DVD-Session. Richtiger Profi bin ich. Habt ihr gesehen? Alle abgeballert. Kann ich hier klettern irgendwo? Nee, ne? Klettern. So, zur Hauptquest gehen wir jetzt noch nicht. Wir gucken uns erstmal weiter um. Muss man ja bei den Erwachsenen da vorbeigehen. Waren die eigentlich um die Uhrzeit noch draußen? Ah, hier geht's gar nicht weiter. Na so. Ah, da. 120 habe ich schon. Gute Nachtgeschichten. Folge dem Geist. Come on! Well, whatever that spirit wanted, it seemed to involve bringing Even here. But why? Why? Ach du Kacke, die Slums von Einsfelden. Na, ich weiß ja nicht, ob ich mich hier rumtreiben sollte in meinem Alter. Hier, was ist denn mit ihm? Der sieht aus wie ein Wolf. Sieht nicht sehr vertrauenserweckend Random aus. Rules, Even. Random Rules. Wow. Wow, wow, wow. Hast du einen Geist gesehen? I see ghosts all around us, child. Ghosts of the way the world used to be. Manfred. And how it could be still if the queen were ever to die. But of course she can't.
She can never die. You've heard the good news, haven't you? Ich suche hier nur nach einem Geist. The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her. Because you know her rule is law. She is eternal. Und das sind gute Neuigkeiten? She's never wrong. She makes the rules, random rules. And they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me, upriding a shining spider stallion, notices my love for her, notices my worship. Er ist verliebt. Du liebst die Königin wirklich? More than life. I just want to be her. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me and found judged me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. Es ist eine Ratte oder sowas, oder? One town was unique. Some who lived here were kind, treating the queen with respect, and others seem to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home even had ever known. Da ist der Geist. Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. You ever wonder what life's like in the other zones? So wie in Zweistadt? Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. So wie in Dreiheit? The glory of battle. Yours for the taking. I could be a hero. So wie in Vierburg? Before the war, it was a sight to behold. Now though, after the Queen ruined it trying to find those awful rebels. It's so dreadful there. So wie in Fünftropolis? I hear everyone works so hard there. It's where the magical cards used to be made, you know. Hm. So wie in Sextopia. Oh, it must be so wonderful there. Be recognized as the best of us. Warum fragst du? I wasn't born here, you know. I was born in Vorburg. Oh. Only I turned 12 and the Queen came and made me rule. Rule myself a one. She told me I was born in the wrong town and now I'm here. Hm. And I'll never get back there again. Das tut mir leid. That's just the way things are. In a way, she saved me from the misery of Vorburg. It's not what it used to be. It doesn't have to be equal to be fair. That's what my mom always used to say. Before she... Before I... Well... It's, ancient history now. The Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on one, gosh. I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. Hast du irgendwelche Geister gesehen? By the dice, I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. Okay, wir haben ja da hinten gesehen, wo der Geist rumschwebt. Da mal kurz die Karte angucken. Slums von Einsfelden. Teekannenstraße.
Der Mond da hinten, voll schön. Das Spiel hat was von Elite. Gar nicht wahr. Das ist viel bunter als Elite. Hey, Lütke, grüß dich. Hallo. Fate was changing, that her future was suddenly filled with unknowns, and she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Außenbezirke. I wouldn't be home for quite some time. Nebenquests habe ich nirgends gesehen, ne? Tschüss, Einsfelden. Was für eine Müllhalde, auf der wir leben. Das sieht aus so ein bisschen... Nee, Geschirr ist das nicht. So Zahnräder. So, dass alles von oben runterfällt. Guck mal, da ist auch so ein Riesenrohr. Wir wohnen auf einer Müllhalde. Das ist der Würfelfriedhof. Spielkarten!
Und ich weiß es nicht. Belohnung. Geheimnisvolle Spielkarten. Diese Spielkarten sind grandios gemalt und schimmernd bläulich, wenn man sie aus einem bestimmten Winkel betrachtet. Schön. Dann können wir kurz pieseln. Und dann machen wir weiter mit Elite. Aus den Random. Also bis gleich. Thomas, vielen lieben Dank fürs Klo. So, da bin ich wieder. Silence, du hast ja jetzt die Demo bestimmt schon gespielt von Matrix. Wie findest du das denn? Ich habe noch keine Zeit gefunden, da reinzuschauen. Ich mach das dann morgen Nachmittag. Bist du begeistert oder ist es okay? Haare. Ach, Enno. Aber da hast du ja recht. Der Text, den der Max dazu geschrieben hat, die Frisur sitzt nicht. Was habe ich noch bekommen? Punkte. Seltsame Kreaturenpunkte auf zwei Beinen, die in einem Glas herumhüpfen. Ach, das waren die kleinen Flöhe da in dem Glas. Ach. Okay. Das haben wir mitgenommen. Even could barely make out what the ghostly figure was. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. Will ich da wirklich reinspringen? Ins Wasser? Oder was war das? War kein Wasser. Der Hafen, was für ein schönes Schiff. There was no time to think. Even was either going home to her parents without answers and with even more questions than before, or she was getting on that boat. She felt a pull beckoning towards something new. Ich habe mir den Weg bereitet, sozusagen. Ah, wir sind durch diesen alten, kaputten Würfel, sind wir jetzt wieder in Einsfelden, aber wir durften nicht in den Hafen rein. Stimmt, da stand ja der Wachmann, hat gesagt, niemand darf den Hafen betreten. Aber wir haben jetzt einen anderen Weg gefunden.
Herr B. Herr J. Gilt im UCI 2G plus? Nein, 2G. Du musst geimpft oder genesen sein und musst natürlich eine Maske tragen, aber du brauchst keinen tagesaktuellen Test. Nein. Also es gibt, glaube ich, ein Kino, steht auf der Startseite vom UCI, oder eine Handvoll Kinos, aber die sind alle nicht in Berlin, wo die auch einen Test wollen, aber in Berlin ist das nicht der Fall. Wer steht denn da? Was ist er denn? Oh, those are some nice cards you have there, kiddo. Dein Mund ist über deinen Augen. Bist du falsch rum? Sieht verkehrt rum aus. Ja, aber ich weiß nicht viel darüber. Well, heck, let me take a look. Maybe these old papers will notice something you haven't. Na klar. Well, look at these. Oh, these used to be everywhere, you know that? Folks did trade them on the regular. Used to have quite a collection myself. I got them straight from the factories in Five Tropolis where they made them, you know. Mint in box. Of course, that was before the war. A lot changed that night. We're still dealing with the consequences. Ja, ich glaube, der ist verkehrt rum, ne? Die Augen sind, also, im Endeffekt ist es ja auch richtig rum, aber der Mund ist verkehrt, also, und die Füße sind am Kopf. Egal, Konsequenzen. Yeah, look around you, Missy. This ain't what things used to be. This ain't what things are supposed to be, either. The Queen, she distorted it all. Turned us from good, honest folks into whatever this is now. The most don't remember it. Only me, it feels Only like me. Sometime. Oh. Schön mit der Flitsche hier rumballern. Da geht's hoch. Da kann man was anschießen. Was passiert denn dann? Die roten Sachen sehen aus wie so Wachlichter oder so, ne? Also Aufpasslampen. Hey, Boss! We got some tits sneaking around here! Ja, okay, da muss ich aufpassen. Da muss ich ja aufpassen. Das sieht süß aus. Ich finde das Spiel auch echt schick geworden. Klar, grafisch jetzt nicht so, wie soll ich sagen, High Texture. Aber ich finde es trotzdem vom Stil her sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Erinnert mich an Tim Burton so ein bisschen und an Nightmare Before Christmas und... da ist eine Karte, glaube ich, oder? Geht auch die Hauptquest weiter. Da sind wir schon am Schiff, oder? Ich möchte nicht direkt aufs Schiff. Kann ich hier hinten lang? Da muss ich hinten über die Dings. Kann ich hier runter? Ich muss mir dann immer den Weg freischießen.
kurz warten. Ah. Oh. No! 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 Scheiße! Oh! Märchenbuchseite, eine illustrierte Seite aus einem alten und verbotenen Märchenbuch. Hefte sie in Evans Ordner ab und sieh sie dir dort an. Cool. Seite 1 von 10. A long time ago in random. Dice were everywhere, and used to decide everything. Wondering what to wear, what to create, who to become. Any question, as long as it could be answered with a number, could be found by the spark of magic contained within the dice. And the king and queen of random were, well, decent to good. Life was wild, life was free, life was random. Es gab also mal schönere, bessere Zeiten. Matze, grüß dich, schönen guten Tag. Einen schönen dritten Advent wünsche ich. Mal kurz auf die Karte gucken. Okay, wir gucken mal, ob da drüben vielleicht noch was ist. Eine von zwei Märchenseiten. Hier gibt es also noch eine irgendwo. Matze, wie geht's dir? Alles gut? Bei dir und deiner Familie? Da oben ist noch eine Märchenbuchseite. Kommt man nicht durch, ne? Fest.
könnte da oben irgendwie lang klettern, aber wo? Stimmt, ich hatte ja vorhin die Leiter sogar, glaube ich, schon mal gesehen und wieder vergessen. Ach, manchmal ist es gar nicht so schlimm, alt und vergesslich zu sein. When they were ready, or when they were brave enough, the most courageous in Random would embark on a great adventure, making their way to the Valley of the Dice. There, in that sacred place, they would choose the dice that they would carry with them for the rest of their lives. Although, some would whisper that the choice wasn't fully theirs to make. Auf jeden Fall haben wir alle Märchenbuchseiten gefunden. Sehr gut. Na dann zum Boot, oder? Ach nee, da war noch was zum Abballern. Oh nee. Ach so. Dachte, ich muss den Weg zurück, den ich gekommen bin. Ah, das ist eine Dreierkombination. Eins. Zwei. Haben wir's. Los, ruf auf der Rampe mit dir. Sozusagen, wo wir nicht durchgekommen sind, da sind die Lampen gestackt. No, 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 no. You don't get to come here. This is my reserve spot. You get your own. Where? Was für ein Reserved Spot? Oh, ein Bild von der Königin.
Mit dem schwarzen Würfel. Wir können die Rampe nicht hoch, ne? Nein. So unten lang. Hermann! Wer bist du und warum versteckst du dich an Bord? Bitte lass mich rein, ich muss mich verstecken. What do you think I'm doing here? We're all trying to hide, kid. Now leave! This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adlubescence that you're not invited in. It's my ticket out of this muddy town. Ablubescenz? Was ist das? I mean something that's delightful. Like my room here, I... Wow. You really are just a kid, huh? Yeah. Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm kid adult Herman. And I'm getting out of here. Now go find your own spot. Adult Herman. Aber es gibt keine anderen Plätze. There are no... Come on. Sag mal, ist das eine Schnecke oder was? Das Riesenauge war das, ne? Wobei, eine Schnecke hat ja nicht so ein Riesenauge vorne dran. Was ist das? Was sind denn das hier für Kreaturen? Da kriegst du ja Albträume. Bitte, Hermann, meine Schwester steckt in Schwierigkeiten. Ich muss auf dieses Boot. Oh, for the love of... Fine, fine, you little guilt tripper. I'll let you in. Danke. Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. Ja. One, be quiet. Ja. Two, don't touch anything. Mhm. And three, be quiet and don't touch anything. Traue keinem mit Bart. Now don't make me regret this, kid. I'm stowing away on a quest, see? Nur dem Weihnachtsmann. Who here gets wind of it? Both our gooses will be cooked. So just sit here all quiet-like and don't do anything. Ich bin auf einer Mission. Meine Schwester wurde vor einem Jahr entführt. Hey, ich bin zufällig auf eine Expertin darin, nicht erwischt zu werden. Nein, das Erste. Shh, quiet, kid. Shh. I can't believe it. You're already breaking rules 1 and 3. Du hast zuerst gesprochen. Yeah, look, I'll tell you what. Just hide between those boxes and don't make any noise. You want to know about me? Here's a deal. I'm off to find my son, see? Hmm. I'm headed for the Cardmaker District. 5 Tropolis, or whatever the Queen's calling it these days. And... Ich bin auf der Suche nach meiner Schwester. Quiet, kid, or you'll ruin the whole thing. Just go to sleep, kid. I'll wake you when we're there. The moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost run away from home and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of Random. Would she ever return? It didn't matter. Odd was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, Even fell into a deep slumber.
Das Blinzelausweichmanöver. Mist. I'm coming. Silence. Are you sleeping already? Stay right there. I'm coming. Bist du schon im Bett? Silence. Das ist doch unser Zuhause. Das ist unsere heimische Teekanne. Was ist mit meinen Eltern? Hello, Even. You're home. It's where you belong. Was ist denn mit allen los? There's no time. No time? No time. A wanna is a wanna. Is a wanna is a wanna. When you're right, you're right. Even, come stay with us. Do you want some tea? Yeah. Everything's better with tea. Yes. Tea fixes everything, Even. Listen to your mother, Even. Listen to your mother. Es ist nicht sicher, wir müssen gehen. It's a dangerous world out there. Listen to your mother, Even. Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Not ever. Not ever, Even. We'll always be here, Even. You'll always be her, Even. Her desires are odd. It's the only way she'll learn. Go, even if you're lost. The Queen will find you. They were denying you your future, robbing you of your true destiny. You're finally home. Kaufe Karten, um weitere Karten verfügbar zu machen. Wake up, girl! No. This whole time ship's falling apart. Today's a difficult day for you, Herman. Take one of these bad boys! Wie tief geht denn das Schiff runter? As Even lost sight of Herman, she realized she'd also lost sight of her last connection to home. Okay. Still alive. I can work with that. As long as I don't land on water, I should be able to work with that. Find time to remember I don't know how to swim. She hoped desperately that she'd land somewhere near Sixtown, but the wind and the fates had very different plans for her indeed. Das sind alles Würfel. Well, where is this place?
Das Boot, auf dem sie sich befand, hatte in einem heftigen Sturm Schiffbruch erlitten. Even fand sich in einem unbekannten und unheimlichen Land wieder, weit weg von ihrem Zuhause. Was war das für ein Ort? Keine Ahnung, wo wir sind. Zwei Karten kann ich hier finden. Oh no, ich komme hier nicht rüber. Cannot go there. What the heck? Oh, hier gibt es sogar 20-seitige Würfel. Wie cool. Nicht nur 6-seitige. Und Bücher. Sieht aus wie ein Boss, oder? Kurz AFK. Jo. Machen Sie AFK. Oh. Irgendwas leuchtet hier. She couldn't yet understand it, but even had landed in the middle. Something exceptional. These were the ruins of a time long past, and the magic she could almost sense in the air wasn't about to give up its secrets that easily. Der klingt wie eingefroren. Ich möchte gar nicht, dass der auftaut. Oh. Ein Riesenhammer. Sieht aus wie ein König, oder? To come here in decades. Würfel-Dingsies. Oh, das prallt ab. Der sieht wach aus. Oder auch nicht. Oh shit. Oh nein. Du schreist wie ein Mädchen im Spiel. Ich bin ein Mädchen in dem Spiel. Und jetzt bin ich ein Würfel, ja.
Dicey. Los, hilf ihr. Are you okay? Are you, alive! Wie süß! Oh, schön. Okay. Well, thanks for saving me back there. You were really, well, heroic. Right. Okay. Talking to a dice. I better get going. You should too. This place is really dangerous. Oh, I mean, I guess you can tag along. The more the merrier, right? Okay, Evan, keep it together. You're talking to a dice now, Evan. And to yourself. Ah, ich kann den irgendwo hinschicken. Hey, those are mine. You don't just take things from people. Ugh, fine. You could hold on to them, I guess. Just I guess. Digest them. Digest. Also verdauen, ne? Too. Yep. They're attacking. Oh, wir können jetzt Karten spielen. Glückliches Händchen. Wenn du Dicey wirfst, erhältst du Kartentoken, die der Anzahl entsprechen, der Augenzahl entsprechen. Das Ergebnis wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt, da wo ihr jetzt nichts seht. Verwende Kartentoken, um deine Karten zu aktivieren.
Verlasse die Würfeldimension, indem du etwas angreifst oder Dreieck zurückziehst. Well, it was clear that these were no ordinary cards. And Dicey was no ordinary dice. Something extraordinary was awakening. Also, ich habe jetzt oben also zwei Kartentoken, weil wir eine 2 gewürfelt haben. Und jede Karte hat irgendwie eine andere Fähigkeit. Dreischwert. Der Geist von Dreistadt manifestiert sich in Form meines Schwertes. Das ist eine Waffe. Die unberechenbare und manchmal großzügige Würfeldimension gibt eben einen Kartentoken. Oh, da kriegen wir noch einen dritten, ne? Drei. Sehr gut. Einer Bogen. Der Geist von 1 Felden verwandelt die Schleuder in einen Bogen und 10 Pfeile. Haare, Handy? Hä? Thomas, was ist mit dir nicht richtig? Ich habe weder mir in die Haare jetzt gefasst gerade noch aufs Handy geschaut. Wofür? Ein bescheidenes Lebenselixier, das Evens Gesundheit zum Teil wiederherstellt. Komm, wir nehmen mal das Schwert. Oh, der nächste wacht auf. Cam war aus. Ich habe die Cam ausgemacht, du Bleppo, um euch zu zeigen, was da oben rechts zu sehen ist. Du bist eine Quatschtante, ey. Da könnte ich manchmal mit der flachen Hand auf die Stirn klatschen. Und ich rede nicht von meiner Stirn. For there was another, more obvious truth that she understood completely. She was truly and inarguably kicking robot butt. Du klopfst, du. With each movement, the girl and her dice became more and more inseparable. Even in Dicey, we're moving as one, an unstoppable fighting machine. Belohnung! Der Kampf ist vorbei. Alles gut, Thomas, alles gut. Aber wie gesagt, ich habe die Kamera nicht ausgemacht, um mir die Haare zu zerwühlen oder auf mein Handy zu schauen, sondern da waren Spielelemente angezeigt, die ich damit zeigen wollte. Beschwöre eine Bombe, schieße auf sie oder schlage sie, um sie zu aktivieren. Geh in Deckung. Sehr schön. More cards? Oh, I wonder what these do. Listen, we're an incredible team, and as long as I'm going to be talking to you, I should probably know your name. Right. How about if I just call you Dicey? Perfect. Well, let's see if we can find a way out of this place, Dicey.
Hier war noch ein Boss, glaube ich, ne? Hier war, glaube ich, noch ein Boss unterwegs. Zoomen. Zwei Karten sind noch. Ne, eine kommt noch. Bestimmt vom Kampf kriegt man die auch, oder? Wir gucken mal, jetzt kommt ja der Boss. Le Big Boss. Oder? Vielleicht auch nicht. Was seid ihr denn? Oh, oh, kleiner Roboter oder so. Uh-oh. Do the entities that slumbered in this long-forgotten world even had just become interesting? And that was seldom good. Zwei. Sehr gut. Wow, Dicey! Maybe leave with that next time. With each movement, the girl and her dice became more even, and Dicey were moving as one, an unstoppable fighting machine. Blinzel-Ausweichmanöver. Blinzel du dich durchs Gegners, bersten ihre Kristalle. Oh, okay. Müssen wir gar nicht, aber dass man mit dem Würfelwerfen dann immer erstmal aus diesen brenzlichen Situationen rauskommt. Umringt von Gegnern. Oh oh, Waffe ist alle. Brauch eine neue Waffe. Hab nur noch heilen. Ist nicht so viel, ne? Dann machen wir uns noch mal ein Schwert. Belohnung, 50 Münzen.
headache too. Right, well, we'll have to talk more later. But for now, let's just focus on surviving, yeah? Let's just focus on surviving. Ja, sehr schön. Also wenn man den Würfel wirft, macht man sozusagen eine Kampfpause. Das ist natürlich für mich ideal. Oh, guck mal, ein Mensch und ein Würfel oder so. It's like something out of Mom's drawings. Die Karten sind das, die aus dem Würfel sozusagen rausfliegen, genau. Alter Würfel. Hallo? Ich verstehe kein Wort. Okay, du lebst definitiv. Schlafen die anderen Würfel hier? Erwartet aus seinen eigenen Würfelspieler. Ouch, dir auch einen schönen Tag, du Idiot. Oha, ganz ruhig. Was ist hier passiert? Ich verstehe nicht, was der sagt. Du hast seit Jahrzehnten niemanden wie mich gesehen? Ich schätze, ich bin jetzt eine Würfelspielerin. Kann ich helfen? Ich bin vielleicht nicht deine Würfelspielerin, aber ich kann trotzdem helfen. Gra. Wa. Boop. Kein Wunder, dass du so deprimiert und mürrisch bist. Boop, Noob. Ja. Ja. Hier ist irgendwas hinter der Tür, aber da kommen wir nicht durch. Boop, Noob. Alles das Gleiche. Boon gibt's auch. Ah, die Karten, die da liegen, sind dann immer die Gegner. Ziel erfassen. Drücke R3, um einen Roboter anzuvisieren. Oh, man kann nicht durch den Großen durch.
ich glaube, ich hole mir das auch irgendwann. Es ist aus meiner Wunschliste. Ach so, deswegen schaust du nicht so genau hin, dass du dich nicht spoilerst, sozusagen. Hm. Ich finde es echt schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht Spaß. Macht sehr viel Freude. Hm. Habe ich eine Haarsträhme? Haarsträhme. Ja, tatsächlich hier. Richtig verwegen. Krass. Mhm. Oh, die Schweine. Kann ich nicht spielen, aber hier, das Heilen kann ich mal machen. So, jetzt die Bombe aber. Yes. Das mit den Karten verstehe ich noch nicht. Ey, war doch süß. Die Haarsträhne war süß. Nee, du hast gesagt verwegen. Das sind schon unterschiedliche Dinge. Man sammelt Steinchen ein, die man von den Gegnern abschießen kann mit seiner Flitsche. Und für die kriegt man dann Kartenpunkte und dann kann man Karten dafür ausspielen. Karten kosten unterschiedlich viel. 0, 1 und 2 haben wir bis jetzt gesehen. Und dann spielt man sich damit waffenfrei. Also man hat eine Waffe, zum Beispiel ein Schwert, kostet einen so einen Kartenpunkt. Und wenn die Waffe verbraucht ist, ich glaube nach ein paar Schlägen geht die weg, musst du dir halt irgendwie eine neue Waffe besorgen. Ey, Mini-Slimey, grüß dich. Hallo, der Handkrüppel ist im Stream. Oh Mann. Geht's dem besser? Tut hoffentlich nicht weh. Ach Mensch, grüß dich. Wir gucken uns jetzt hier nochmal in Ruhe um. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Wie zum Beispiel das. Ach ja, und Frau Mumpitz, ich kann mir gut vorstellen, dass es das Spiel auch auf der Switch gibt. Schätze ich mal. Bin ich mir sehr sicher. Weh nett, aber es nervig. Da zocken schlecht geht ja, das glaube ich. Das geht da so gut wie gar nicht, oder? Hm. So, ich glaube, ich werde noch die Stunde voll machen bis 17 Uhr, aber dann mache ich mich vom Acker für heute. Kann ich ein bisschen früher mein Essen zubereiten und es verschlingen. So, da tragen wir das da schon mal anders ein und behaupten, das stand da schon immer so da drin. Ja. Ich habe es erstmal in Steam auf die Liste gesetzt. Na, PC kann man es natürlich auch spielen. Ich habe das Spiel bei PlayStation gesehen. Da war es im Angebot für etwas über 20 Euro. Und ich habe halt mitbekommen, dass das auch der Gronkh irgendwie gespielt hat. Und es soll ein ganz schönes Spiel sein, was so das Erzählelement betrifft. Soll sich zwar, wenn es am Stück spielst, stark wiederholen. Aber ich spiele es ja häppchenweise, ne? Also ich spiele es ja nicht jetzt heute 10 Stunden und dann bin ich durch. Würde ich eh nicht schaffen. So.
die kleinen Platscherfüßchen von dem Würfel. Von Dicey. Wollte nur kurz vorbeischauen, einen schönen Stream. Schönen dritten Advent wünsche ich dir. Danke fürs Vorbeischauen. Heile weiter gut und bis zum nächsten Mal wieder, Mini. Boah, das sind ja riesige Würfel da oben. Alles Gute dir. These colossi were indeed colossal. Things were looking grim. Würfelenergie außer Reichweite. Denke dran, dass du Dicey losschicken kannst, indem du das gewünschte Ziel anvisierst. Stimmt. And while I know it's always disappointing, when what you thought was a novel turns out to be a very short story, all I can do is apologize. Ich habe keine Waffe, ne? Das ist das Problem gerade. Man schießt halt bei den Gegnern diese Kristalle ab. Die sammelt Dicey dann ein. Und dafür kann man Karten spielen, Leute. Jetzt würfeln wir den Würfel. Haben einen Kartenpunkt bekommen. Den sieht man, wie gesagt, da oben. Steht dann eine 1. Und jetzt könnte ich zum Beispiel die Karte spielen. Dann kriegen wir noch einen dazu. Haben wir zwei Karten. Können wir also bis zu zwei Karten mit 1 oder eine mit 2 spielen. Wir machen mal das Schwert. Und dann gehen wir mal ran. Ah, wir können noch ein Schwert spielen, dann wird das stärker. So. Sammeln wir hier schön ein. Ja, sehr gut. Würfeln. So, und dann machen wir wieder eine Bombe. Dicey wurde weggeschubbt. So, der sammelt jetzt wieder Kristalle ein. Karten. So, wir haben nur Heiltränke. Na gut. Dann schlagen wir nochmal eine rein. Segen des Würfelspielers. Durch den Segen der alten Würfelspieler werden die Kosten jeder Karte in Evens Hand um einen Kartentoken reduziert. All right, Dicey. You're quite something. Sehr schön.
Ich bin auf der Suche nach meiner Schwester. Sie wurde von einer bösen Königin entführt. Das kannst du laut sagen, aber ich habe ein paar Fragen. Wie kommt das alles aus deinem Kopf? Uff, davon bekommst du sicher Kopfschmerzen. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber ich antworte einfach. Was hatte es mit diesen Huckepack-Ritten auf sich? Vielleicht muss ich kurz husten. Ja, ihr wart alle irgendwie wow und die Roboter waren irgendwie boom. Also, was ist das hier für ein Ort? Das Tal der Würfel? Ich dachte, der Würfel der Königin wäre der einzige. Die hat den Leuten ihre Würfel weggenommen, kann das sein? Die haben die ganzen Würfel weggenommen und sie hat nur noch einen und sie entscheidet über alle? Ich habe Märchen über Würfel und Würfelspieler gehört, aber ich hielt sie naja für Märchen. Sieht so aus, als würden dir einige Punkte fehlen. Tut mir leid, dass ich dir das sagen musste. Wir müssen also erst einmal Punkte finden. Ach, guck mal, die sind nicht ausgefüllt. Die sind, bei der 6 sieht man das, oben links ist er dunkel, oben rechts und auch in der Mitte und unten links sind sie so grau, da fehlen die Augenzahlen und auch bei der 5 oben. Wie war nochmal dein richtiger Name? Ah ja, das kann ich nicht aussprechen. Gibt es eine Kurzform? Super, dann wird es wohl Dicey. Wir sollten los. Even and Dicey finally had a moment to catch their breath. Take a breather and... Dicey, wait! Ist einfach weg. Never mind. Never mind. Wir haben beide Karten gekriegt. Ja, okay, da ist dann weiter. Wo ist er hin? Dicey, wo bist du? Goldene Nadeln, hast du ein... Wie sehe ich denn aus? Ich habe so ein Würfelkostüm an und überall stehen Sechsen. Das ist wahrscheinlich die Klamotte von den Sixern. Da ist wieder der Geist. Das ist eine Teekanne hier, oder? Unsere Wohnhäuser sind das. Oder ein toter Nerz. Nein. Nein. Die Fenster sind alle mit rotem Licht. Das klingt vor allen Dingen, das sieht gar nicht gut aus. Ich höre doch was. Hier ist ein Hut. Ich bleib lieber auf dem Weg bei den Geräuschen.
I've always been here. Who? Nein. Dreckiges Kind. Ein Punkt, Tochter. Boah, was für eine Beleidigung. Einserin. Was für Assi-Kinder. Trash Cyclops. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! What is going on here? The other kids, they said I was a filthy wanna. She is. She's not a sixer like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a wanna. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the Black Dice? I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you've lied to me either way. Lying should be punished, Odd. Don't you agree? You don't have to. I was just... Now, there's no room for pity. Either everything's fair, or nothing is! Kaufe Karten, um weitere Karten verfügbar zu machen. Gibst du im Kartenladen von Money Decks... A wanna! Off to the garbage for you! I'm not garbage! Well, agree to disagree, love. What's this? A lunchbox? Nein, das ist ein Würfel. A living lunchbox! Monster! I'm gonna tell the mayor! So vom Stil her ist es auch ein bisschen wie Little Nightmares, oder? Wobei Little Nightmares ist ja so immer von der Seite. Das ist das hier ja nicht. We're here. Let's see where here is, Dicey. Das Tor der Zwei. Nachdem eine riesige Röhre sie aus dem Tal der Würfel gesaugt hatte, wussten Even und Dicey, dass sie hier weit weg von ihrer jeweiligen Heimat waren. Aber wo genau war hier? Die Zeichnungen sind echt schön. Muss ich mal sagen, wie es ist. Und ich muss mal wieder auf Klo. Es ist, wie es ist. Ich bin sofort zurück.
So, da bin ich wieder. Vielen lieben Dank fürs Klo vom Mumpitz. Little Nightmares war auf jeden Fall ekliger, widerlicher, der erste Teil, ja. Das hier ist schon so ein bisschen auf süß gemacht. Kindergerechter. Huhu, da ist er wieder. Ich vom Klo oder du mal hier im Stream? Hallo Six, grüß dich. Lost in Rondom, nein. Grüß dich, beide, sehr gut. Ani, müsst ihr bald los oder seid ihr schon zurück? Nee, ne? Ihr geht noch los. Even had a feeling, call it a hint, that her new friend Dicey would be able to open that door for her. All it would take would be a roll. Or two. Wir brauchen eine 2. Wir müssen eine 2 würfeln, damit die Tür aufgeht. Ach, ihr wisst noch nicht, wann ihr los sollt. Okay. Na, habt einen angenehmen Nachmittag, ihr zwei. Ich mach bis 17 Uhr. Und dann werde ich mir lecker Essen machen. Beim ersten Versuch? Ich mache mir. Ghost again. Yes, I was just going to say that. But what did it want? Matze, was los? Ich mache mir Klöße und Rotkohl und Grünkohl und eine Soße dazu und dann esse ich Rind dazu. Ich denke, die Soße, die Klöße und die Rotkohl, Grünkohl würdest du auch essen. Rind natürlich nicht, ist ja klar. Ich trinke heute Tee, und zwar diesen Tee hier. Perle des Nils. War im Adventskalender drin. Himbeer, schwarze Johannisbeere und Himbeere. Schmeckt gut. Matze, wie war dein dritter Advent bisher? Und Six, wie geht's dir so? Alles gut? Schön, dich mal wieder zu lesen. Freue ich mich. Did you hear? The new moon is finished. It is wonderful to finally look up at the sky at night and see two perfect moons. Wer ist er? When it comes to the new moon, I'm of two minds. And they both love it. Sind wir jetzt in zwei Fällen oder wie das Ding heißt? Zwei Stadt. Ah. Vier Karten, zwei Märchenseiten und fünf Nebenquests. Uha. Tee ist immer lecker. Was dabei in der Folge deiner zwei Bias. Dein Geld. Moje da Delta. Moje deine da. Also boi. Moje da o. Und der Tanznicke. Und dann der ja. Oh Mann. Naja, EC-Karte im Bankautomaten stecken lassen. Ach scheiße, das ist doch kacke, auf den dritten Advent und Sonntag so einen Stress zu haben. Ach Mensch, Six. Ja. Und Bankkarte vergessen ist richtig kacke, ey. Das kannst du ja nicht machen, Keule. Ich hoffe, du hast zumindest das Geld rausgenommen. Mann, Mann, Mann. Und ich hoffe, das legt sich mit der Mutti wieder ein bisschen. Zweibahnstraße. Nicht Einbahnstraße, sondern Zweibahnstraße. Oh mein Gott. Good morning, world! It's a beautiful day! My favorite kind! Any second now.
Oh, cursed two. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. The queen is wronged, but true. I repeat, the queen is wronged, but true. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a two! What a delightful! Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Der war eben noch so gut drauf. Ja, aber da muss man irgendwie versuchen, sich nicht drüber aufzuregen. Six, das ist einfach gesagt, mit meiner Mama gerate ich auch ab und zu zusammen aneinander, aber man muss immer dran denken, ey, das ist die Mutti und egal wie eigen und seltsam sie ist die Mutti und irgendwann ist die nicht mehr und dann wirst du diese Momente vielleicht eher vermissen, von daher. Ja, ich hoffe auch, dass der Automat die Karte dann irgendwann einkassiert. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, wenn die eine Zeit lang da drin steckt, ob der die automatisch einzieht und dann irgendwo parkt, aber technisch wäre es ganz gut möglich und sinnvoll auf jeden Fall auch. Ach Mensch, Herr Six. Zweibahnstraße, Händlerstraße, Zweistadtplatz. Für ein Wichtel oder er? Ist voll süß, die Ohren. You don't belong here. Oi, what are you looking at? Impfen. Das ist auch wichtig, ja. Ja, ist so. Habe ich schon mal nach so und so viel Zeit stuckt der die. Okay, na dann ist die Chance ja groß, dass du die einfach abholen kannst am Montag. Drück dir die Daumen. Entschuldigung? You heard me. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around. Die Wäsche da oben. Ich bin nicht seltsam. Seltsam zu sein ist doch nicht schlimm. Nee, seltsam just zu sein ist nicht schlimm. Just keep telling yourself that, kid. And while you're at it, tell yourself that you're not missing anything by having just one personality. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two Town. I reckon you're a wanna, and you don't belong here. Wie mich anpöbelt, nur weil ich aus Einsfelden komme. It seemed to even that there were two sides to every story, especially here in Two Town, where even residents seem to be in two minds. Er sieht aus wie der große böse Wolf, aber es könnte auch ein Rattenwolf sein, ich weiß es nicht. Lachen die? Klingt seltsam für ein Lachen. Da ist sie schnell. Richtig viel Kohle hat er mitgebracht. Naja, aber es steht ja keine PIN drauf. Obwohl, man kann teilweise auch ohne PIN bezahlen, ne? Es ist bei mir immer so random, ob ich mit Karte, also einfach die Karte nur durchzuppel und fertig ist die Laube, oder ob ich eine PIN eingeben muss. Oha! Ach,
Ich muss direkt an Resident Evil Village denken. Wie er in seinem eigenen Laden steht. Oh mein Gott, ey. Ja, manchmal braucht man die PIN, manchmal nicht. Ich glaube, das ist auch eine Sache, was für ein Betrag drauf ist. Bei mir ist es irgendwie immer Zufall. Manchmal brauche ich sie im Supermarkt nur ranhalten und gut ist, aber manchmal muss ich auch noch PIN eingeben. Reicht teilweise, ja. Ja, ist unterschiedlich. Wie gesagt, also ich kenne Tage, wo ich keine PIN eingeben muss und dann kenne ich aber auch Tage, wo ich eine PIN eingeben muss. So, Moment mal. So wie die Karten, die ich sammle. Warte, ist dein Körper ein Geschäft? Yes! But was I born with a store for a body? Or did I somehow force my body to become a store? Well, you'll never know, because you'll become instantly distracted by all of the fantastic cards I have for sale. Oh, I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another card of sort. Ich hab Resi gehört. Many decks. Ja, ich muss dran an den Händler in Resident Evil 8 denken, wo ich den Schranktypen hier sehe. Wann spielen Sie die Spiele nochmal auf schwer? Nie im Leben spiele ich Spiele auf schwer. Da musst du zu Django Jeff gehen. Der spielt ja auch schwer. Ey, Avis! Hallo? Grüß dich, na? Genau, aber es ist bei mir auch ähnlich. Ich habe ja keine Kreditkarte, ich habe nur EC-Karte und da ist es dann mal mit und mal ohne. Dann drücke ich dir die Daumen, Six, dass keiner mit deiner Karte einkaufen geht und sich ein Bier kauft oder so. Resi, ihr holt ihn mit dem Traktor ab. Oh mein Gott, Frau Mumpitz. Wann kommt endlich Resi 01? Die drücke ich schon. Ich weiß es noch nicht, ob ich das überhaupt irgendwann spiele. Silence, ich habe nicht so Lust da drauf. Hast du deine Karte verloren? Er hat sie im Automaten stecken lassen. Und hofft, dass der Automat die irgendwann eingesogen hat. Ich bin definitiv an Karten interessiert. Naturally! You know, I've often been heard to remark that life is like cards. It's not so much the cards you've got, but how you play them, yeah? Haha! Plus life is also small, cheap and random, and yet utterly enchanting. All like cards, isn't it? Now listen, since you're a fellow cardasaur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manidex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in, on the house. We'll just need to teach you how to use it. Kartenordner, dein persönlicher Kartenordner. Benutze ihn regelmäßig, um deinen Stapel zu modifizieren und neue Kombinationen auszuprobieren. Bei mir kommt eigentlich, wenn ich Geld abhebe. Das ist eine gute Frage. Kommt die Karte erst raus und dann das Geld? Ich glaube ja, nach der PIN-Eingabe und der Auswahl kommt die, glaube ich, direkt wieder raus. Oder kommt die erst raus, wenn ich das Geld rausgezogen habe? Ich weiß es nicht. Kurz AFK. Erst Karte, dann Geld. Ja, ne? Ja. Naja, wenn man halt in Gedanken ist oder so, kann schon passieren. Ich hatte gestern auch einen in der U-Bahn, der hatte einen Beutel unten stehen und seinen Rucksack hatte auf der Sitzfläche gehabt. Dann hat er den Rucksack aufgesetzt und geht los und ich so, sie haben da noch einen Beutel stehen. Ach ja, stimmt. Also so vergessen geht schon schnell. Ein Überweisungsautomat. Also da, wo du Überweisungsscheine reinziehen lässt. Vorher kommt das Geld gar nicht raus. Das kann sein, ja. Ich würde die direkt sperren lassen. Ich ehrlich gesagt auch. Ich hätte zu viel Schiss, dass jemand dann damit Spaß hat. Jetzt hast du Zugang zum Kartenordner. Drücke, um ihn zu öffnen. Das ist der Kartenordner. Hier kannst du deinen Kartenstapel betrachten und bearbeiten.
Bewege den Cursor über die Karte deines Stapels oder Inventars, um Kartenbeschreibung mit folgenden Elementen einzublenden. Es gibt 5 Kartenarten: Waffen, Schaden, Abwehr, Risiko und ein Joker. Das ist dein Inventar. Hier findest du die Karten, die derzeit nicht in deinem Stapel sind. Das ist dein Stapel. Hier siehst du alle Karten, die du mit in den Kampf nimmst. Wenn weniger als 15 Karten in deinem Stapel sind, wird er automatisch mit Karten aus deinem Inventar aufgefüllt. Du besitzt im Augenblick weniger als 15 Karten, aber solltest du 16 oder mehr Karten haben, kannst du deinen Stapel beliebig anpassen. Bist du bereit, drücke erneut Dings, um den Kartenordner wieder zu verlassen. Zwei Gesundheitselixiere, ein Dreierschwert, zwei Stück, ein glückliches Händchen, ein Einerbogen und eine Bombe. Segen des Würfelspielers. Ah, damit macht man die Kosten geringer. Stimmt, die habe ich irgendwie bekommen. Now then, what with that shiny new binder with all those blank pages in it? You're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards. Selbst der Hut geht durch den Schrank nach oben. Und er hat da sogar zwei Löcher für die Augen gelassen, damit er aufmachen kann, wenn jemand kommt. Ich würde gerne ein paar Karten kaufen. Nee, wo bekommst du die Karten her? Where do I own? Mate, if I tell you my sources, what's to stop you from turning your body into a store and setting up a competing shop, eh? I ask you. Stimmt. Ich glaube, das ist biologisch nicht möglich. Yeah, good one, mate. I'm afraid I can't tell you the provenance of my cards. Just that they're an amazing deal. Best in random, only in random. Sind alle in deiner Familie Geschäfte? Is everyone in my family a store, you ask? Honestly, I think the answer to that is pretty obvious. Ja? Glad you agree. Then we both agree the answer to that question is pretty obvious. Wurdest du so geboren oder hast du dich bewusst dafür entschieden? Ja, denke ich mal auch, Six. Es wird schon gut gehen. Mate, we're all born one way and we all decide what we want to do with that. I was born with an interest in trading cards and decided to absolutely lean into my interest in trading cards. All the way, mate. Woohoo! Haha, no regrets! Okay, dann zeig mal deine Karten her. Willkommen im Kartenladen. Im Moment gibt es hier nicht viel zu sehen, aber das lässt sich sofort ändern. Schaden, Joker, Risiko. Das ist ja ein bisschen wie Hearthstone gerade, oder? Ibims, Titanis. Was hast du denn da schon wieder verlinkt, du Schwein? Bestimmt irgendwas Gemeines. Genau, den Händler meine ich. Wie er sogar Würste an der Tür hängen hat, damit er immer zugreifen kann, um zu essen. Bin der Meinung, man sollte einen Piepton einbauen. Wenn sie länger als... Das ist die Frage. So ein Piepton hat natürlich Vorteil, wenn du noch am Automaten stehst und noch gut hören kannst, aber wenn du nichts hörst oder schon weg bist, dann werden natürlich vielleicht andere damit auch angelockt und greifen sich die Karte. Aber so ein Signal... Ich meine, bei der Volksbank blinkt das auch so. Da, wo die Karte drin ist, so ist LED-Licht drum, glaube ich. Und dann, wenn die Karte da drin steckt und wieder rauskommt und du nehmen sollst, blinkt die, glaube ich. Aber wie gesagt, niemand ist gegen Vergesslichkeit gefeit. Das passiert halt. Joker. Zum Shop hinzufügen. Wunderbar. Du kannst diese neu freigeschalteten Karten jetzt kaufen. Siehst du den Münzzähler auf der rechten Seite?
jedem Laden ausgegebene Münze füllt den Zähler, ist er voll. Ah. Ist er voll, kannst du einen neuen Kartensatz auswählen. Je mehr Karten du kaufst, desto mehr Karten sind verfügbar. Ist ja wie bei Magic. Für treue Kunden gibt es im Laden etwas ganz Besonderes. Schalte Karten frei und finde heraus, was es ist. Also, Gesundheitselixier ist zum Heilen. Schmeckt nach Erdbeeren. Das ist eigentlich schön, ne? Medizin schmeckt ja eigentlich eher nicht so geil. Auch wenn Sie Ihre EC-Karte vergessen oder zu lange gewartet haben, bevor Sie die Karte aus dem Automaten entnehmen, wird diese eingezogen. Bevor dies passiert, ertönen 3 Signaltöne, sodass Sie noch die Chance haben, Ihre Karte herauszunehmen. Post war ja leer und die Etage in der Mall auch. Na dann. Hast du bei Cyberpunk alle Enden gespielt? Nee, bisher nur eins. Ich habe einen Speicherstand gemacht, bevor man mit Hanako spricht. In dieser Bar oder so. Und ich habe jetzt nur das Ende erstmal gesehen, wo ich mit den Nomaden mit Panem und ihrem Stamm die Stadt verlasse. Aber die anderen beiden Enden will ich mir auch irgendwann noch angucken. Einmal diese Diskussion im Arasaka-Konzern und dann vielleicht auch nochmal die Sache, wo ich alleine als Johnny Silverhand durchrenne. Die Klassenauswahl hat ja auch etwas Auswirkung auf die Gespräche. Und es gibt noch geheime Enden, okay. Ja, also ich habe bisher nur eins gesehen. Ich habe jetzt nach 150 Stunden gesagt, so, Cyberpunk ist jetzt erstmal Geschichte oder erstmal pausiert. Es ist noch installiert und ich spiele bestimmt, aber sehr wahrscheinlich dann auch auf Stream, die einzelnen Enden noch durch. Ja. Wobei, man könnte sie auch bei YouTube angucken. Hab einen Ausdruck gemacht und dann halt vergessen, auf Kartenrückgabe habe ich nicht gedrückt. Ja, es ist, wie es ist. Six, kann man jetzt nicht ändern. Ich schicke dir mal einen Link in Stream oder so. Für die ganzen Enden? Sehr gerne. Kannst du entweder hier jetzt reinhauen oder mir direkt schreiben. Könntest du ja auch. Oder du schickst mir den Link auf Discord. Habt ihr ja die Tage geschrieben. So, Gesundheitselixier. Glückliches Händchen. Die unberechenbare und manchmal großzügige Würfeldimension gibt Even ein Kartentoken. War da ein Rülps dabei? Nee. Kritische 20. Beschwört einen dämonischen Ikosaeda, der jedem Wesen in seiner Nähe Schaden hinzufügt und von allem abprallt, was er trifft. Er existiert 20 Sekunden lang. Das ist ein 20-seitiger Würfel. Omas Umarmung beschwöre das Blasenschild der Hexe des Tals. Even ist ein Treffer lang vollständig geschützt. Ah. Schmiede blinken, wenn du ein Blinzelausweichmanöver Manöver ausführst, verringerst du die Lebensdauer deiner Waffe. Verringert sich die Lebensdauer deiner Waffe für kurze Zeit nicht? Ah. Verbraucht sich die Waffe nicht. Schnellziehung. Jeder Kristall hat einen höheren Wert. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der Karten gezogen werden. Hält 60 Sekunden lang an. Zeitfalle. Beschwöre eine Uhr, die Gegner verlangsamt, die in ihrem Teil der Würfeldimension gefangen sind. Zweierhammer. Wir haben das Einer-Schwert und den Zweierhammer jetzt. Der Geist von Zweistadt manifestiert sich in Form eines Hammers. Oha. Wir nehmen jetzt erstmal Omas Umarmung. Wie viel Geld haben wir noch? 600. Kritische 20 klingt gut. Zeitfalle. Hier ist ein Geschenk für treue Kunden. Eine goldene Nadel kann in der Würfeldimension benutzt werden, indem du sie mit einer Karte in deiner Hand aufsparst, bis erneut gewürfelt wird. Je mehr Nadeln du hast, desto mehr Karten kannst du aufsparen. Die pinnt man sich dann wahrscheinlich fest, ne? Risiko. Ah, da sind die Bomben mit drin. Dreifachbomben. Beschwöre 3 Bomben. Schieße, um sie zu aktivieren.
Erfreue dich an dem tödlichen Feuerwerk. Okay, ich habe jetzt eh nicht mehr genug Geld. Ich muss mir mehr Geld ranschaffen. Cantina Band, die Sounds sind doch aus. Ich schick dir mal einen Link in Steam oder so. Das hatte ich schon gelesen, ne? Ja. Ich bin mal raus, ich wünsche noch viel Spaß, winke, winke und schön und nicht so viel sterben. Das werde ich nicht, Lütke. Wir machen noch 18 Minuten und dann bin ich auch raus für heute. Schönen Sonntag dir noch. Danke fürs Vorbeischauen. Wann gibt's Pokémon-Karten-Openings? Ich habe da gar keine Ahnung. Ich könnte es mit Magic machen, da würde ich vielleicht ein bisschen was verstehen. Aber Pokémon, da verstehe ich doch null von. Null Nading Nada, Nasa oder so. Hand des Königs beschwöre die mächtige Faust eines Königs, die jeden Gegner, der sich vor ihr befindet, einen Schlag versetzt. Keine Deckung, ein Fluch, der Gegner in seinem Umkreis schwächt. Schmiede blinken. Und Schnellziehung, die sind noch da. Oi, oi, Maddie Dex here, card in... Oi, oi, Maddie Dex here, card enthusiast and living store at your service. Ja, danke für die Karte, würde ich sagen. Muss mir da ein bisschen Geld sammeln gehen. Wo sind denn wir? Hier wieder am Anfang. Der hat uns ja angepöbelt, ne? Da kommen wir her. Nee, wie gesagt, das würde nichts bringen. Pokémon-Karten öffnen, das kostet ja Geld und ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Und am Ende schmeiße ich die vielleicht noch weg. Ich habe noch voll alte Magic-Karten. Müsste ich mal die Schätze irgendwie rauskramen. Aber erstmal muss ich meine Star Trek Attack Wing Sachen sortieren und verkaufen. Gewiss, sie könnten aber krasse Karten ziehen und Geld machen. Ja, muss ich erstmal Geld investieren? Nee. Nee. Beginning to learn a lot about this new part of random, but not unfortunately how to escape it. Altstadtviertel. The door was locked. Perhaps someone nearby was in possession of a key. Sie vielleicht? Have you seen the upside downtown? I'm building it. Mach mal was für deine Follower. Ich back Plätzchen, das ist genug. Manche zahlen 10.000 Euro für ein Stück Pappe. Das ist schon krass, ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder warum du mich damit belästigst. Nee, die Außen ist Innenstadt? The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of Two-Town. Name Smokey, by the way. Smokey? Zu viel, Abis. Also ich würde sagen, ich habe so 50, 60 Schiffe. Ja. Von allem etwas im Endeffekt. Aber ich habe vor Jahren aufgehört. Und jetzt habe ich über YouTube mal wieder Kommentare auf meine Star Trek Attack Wing Erklärvideos gekriegt und da ist jemand aus Bayern, glaube ich, der ein paar Leute hat, mit denen er jetzt das anfängt und der fragt, ob er mir meinen alten Kram abkaufen kann. Jetzt muss ich das alles sortieren, das heißt die ganzen Karten zu den Schiffen und die Blips raussuchen und das dauert ein bisschen. Ich hätte Lust, eine Sammlung zu machen, aber da muss man viel Geld reinstecken, ja. Nee, lass das mal. Spielst du Star Trek Attack Wing, Arvis? Ja, auf meinem YouTube-Kanal gibt es, glaube ich, 10 Star Trek Attack Wing Videos. Und 7 davon sind, glaube ich, so Erklärvideos, wie das Spiel funktioniert. Aber die sind schon 4-5 Jahre alt, glaube ich. Oder 3. Aber seit wann spielst du denn so eine Spiele? Ich kann dir auf jeden Fall, wenn ich das alles dann sortiert habe und dann von Bilder gemacht habe, kann ich dir das auch mal schicken, weil ich glaube nicht, dass die Bayern alles kaufen werden. Ja,
Das kann ich gerne machen. Ich bereue es, meine alten Pokémon-Karten weggeworfen zu haben. Ja, ja, das ist echt bitter. Wie gesagt, ich habe auch noch alte Magic-Karten. Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwie so ein Lotus oder wie das Ding heißt. Die Karte kannst du nicht mehr spielen, die ist verboten. Aber so für Sammler ist die, glaube ich, ganz schön. Ist zwar jetzt nicht super gut erhalten, aber man erkennt noch was drauf. Aber davon habe ich ja auch. Ich habe ganz viele Star Trek-Karten noch irgendwie rumliegen und Magic-Karten, alte. Und halt Attack Wing. Und Monsterpokalypse. Ich mache wieder ein Jahresrückblick-Video, ja, ja. Na klar. Tierisch. Also gibt es jetzt zwei Städte? Zwei That's Städte? That's exactly it. Everything must have its other half. It's only natural. Some call the upside downtown a mere distraction. A minor obsession of the queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? Lotus, sie ist 140.000 wert. Ja, aber nur eine richtig gute. Die ich habe, ist, glaube ich, ziemlich ranzig. Ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich die auch irgendwann schon weggegeben oder so. Ich weiß es nicht. Aber 140.000 für eine Magic Card, das ist so bekloppt. Sie sind Verräter? That's it. The Queen is amazing. Her ideas are amazing. The new city reflects that. It's the ultimate expression of Two Town, what it was always meant to be. Two cities in one. Two cities in one. Ein angenageltes Schwert war da eben zu sehen. Oh. It was the Queen's royal robot guards. She had to think fast. She had to roll the dice. Get him, Dicey! Luft zu schön langsam. Oh shit, ich habe keinen Bogen mehr. Würfeln. Der nächste. Wollten wir ja nicht kämpfen? Das scheint so. Irgendwie wollte ich anscheinend kämpfen. Haben sie eigentlich 100 Days abgeschafft? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die Luft ist schon wieder raus aus dem Weinspiel. Ja. Thank you.
Hast du es denn mal gespielt oder weitergespielt, Silenx, oder? Nee, ne? Du hattest es nur bei mir geguckt, glaube ich. The Wine Game. Nee, hab ich nicht. Hm. Na, ich hab's 3 oder 4 Streams, nee, 3 glaube ich nur gespielt und ja, ich würde sagen, das war schon schön, aber ich habe nicht so die Muße, das jetzt endlos so weiterzuspielen. Ich bin jetzt im Endlos-Modus angekommen, da könnte man das machen, aber nee. Ein Hammer, den nehme ich. Ein 20-seitiger Würfel, der Hammer. Wie cool. Würfeln. Okay, okay. Schon wieder. Yes, 110 Münzen. Das war ein Hinterhalt, glaube ich. Ah, da ist der Schlüssel. Ah, the key we are looking for. This is the key we are, den wir suchen. Ja, was zufällig noch den Schlüssel gefunden hier. Nehmen wir den mal mit. Eine bronzene verzierte Kreatur, die sich geschworen hat, ein ganz bestimmtes Schloss zu öffnen. Es wird gespeichert. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir für heute mit Random Lost in Random durch. Und wir machen hier nächsten Sonntag wahrscheinlich weiter. Morgens drehe ich von 16 bis 18 Uhr, 2 Stunden lang, eine Tech-Demo. Mal gucken. Da gucken wir uns mal die Matrix-Demo an. Kriegen wir schon irgendwie rum. Die Graphics sind überkrass. Auch auf der PlayStation? Ja? Na, ich bin gespannt. Es gibt seit Freitag auf der Xbox Series X, wahrscheinlich auch auf der S und auf der PlayStation 5 eine Unreal 5 Tech-Demo. Die kann man sich runterladen für ein anstehendes Matrix-Spiel und da kannst du so ein bisschen durch die Stadt laufen. Nicht mal PC hat so krasse Grafik. Na, da bin ich echt gespannt. Das gucke ich mir morgen, wie gesagt, mal 1-2 Stunden an. Und am Mittwoch machen wir dann mit Elite Dangerous weiter. Aber sind schon doch schon in einer. Ach so, wir sind schon in einer Matrix. Wie gesagt, am Mittwoch dann Elite und am Wochenende schauen wir mal weiter, was dann gezockt wird. Aber ich will Lost in Random auf jeden Fall weiterspielen. Ich finde, es ist ein schönes Spiel. Ist echt süß gemacht. Und mit dem Erzähler, das ist echt schick.
Und da freue ich mich, mich durch dieses Würfelkarten Gegner-Wegsmash-Spiel zu spielen. Für PC kommt das Spiel oder diese Demo nicht? Die Demo kommt, glaube ich, nicht für den PC oder zumindest aktuell nicht, aber für PC sollte das Spiel dann auch kommen. Alan Wake wird noch kommen, habe ich gehört. Bei mir? Nee, ich habe das ja schon mal gespielt und gestreamt. Nochmal, nee. Ich mache mir mal einen Kopf, was ich demnächst spiele. Ja, 2023, ne? Der Silence hat sich jetzt Alan Wake geholt für die PlayStation und spielt das gerade in Vorbereitung auf den neuen Alan Wake 2 Teil dann. So. Es war mir eine Freude. Danke fürs Dabeisein. 13%, 7 von 41 Trophäen. 2 silberne sogar schon. Oha. Nicht schlecht. Ach nee, der Ronny. Einen schönen dritten Advent wünsche ich dem Ronny. Ich bin jetzt raus, ich mache mit lecker Essen und dann gucken wir mal. Der Sohn streamt, glaube ich, noch, oder? Ist er noch am Start? Ich glaube schon. Dann gehen wir dahin wahrscheinlich. Der wird doch bestimmt den ganzen Sonntag auf dem Feld verbringen. Dir auch, Ronny. Also, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Sohn ist off. Na, mal gucken, wen wir finden. Irgendwen finden wir schon. Vielen lieben Dank nochmal an den Andi für den Resub im 31. Monat. Vielen lieben Dank an den Trailjumper für den Host. Und vielen lieben Dank an euch alle für die Zeit und das Dabeisein bei diesem wunderschönen, kleinen, süßen Spiel. Six, vielen Dank für dein Host. Hab noch einen schönen Sonntagabend. Wir können ja ein bisschen chatten, wenn du magst. Ich gucke mal, dass ich mein Battle.net anmache und dann können wir da ein bisschen schreiben. Oder bei Discord. Liest du Discord? Nee, bei Discord sprichst du immer nur, ne? Na, ich gehe jetzt erstmal in die Küche. Also, tschüss Spieletreffen, tschüss Abis. StarCraft 2. Ah, spielst du gerade. Sehr schön, viel Spaß dabei. Und Abis, wie gesagt, ich gebe dir nochmal Bescheid wegen der Raumschiffe und Attacking-Kram. Pipi in Popo. Danke für den Bit. Also dann, Arbis, Silence, Turin, Lu und Spieletreffen und Six. Habt noch einen schönen Abend. Schönen dritten Advent. Wir sehen uns morgen 16 Uhr, wenn ihr mögt. Tschüss.